Hi, herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder falls ihr das erste Mal da seid, herzlich willkommen bei Tizis Sportwelt. Ja, heute soll es um die EM gehen. Ich habe mich ja bisher noch so ein bisschen bedeckt gehalten, was die EM betrifft, aber das ändert sich heute. Ja, ich hatte ja im letzten Video mit Marvin von Fußball 2000, das verlinke ich euch gerne mal hier oben, hatten wir ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir uns freuen auf die EM. Das war vor der EM, also so ein bisschen Vorfreude, ob wir überhaupt in Laune sind, wie wir der EM so gegenüberstehen, und schaut da gerne mal rein. Und genau, heute wollte ich aber mal über die Gruppenphase sprechen. Ich habe euch drei Kategorien mitgebracht: Aufreger, Überraschung und Enttäuschung. Und dann möchte ich sehr gerne noch die Achtelfinals tippen, ohne Gewehr natürlich. Ich würde sagen, dann starten wir mal ins Video und los geht's. Starten wir doch mit was Positivem, und zwar mit einer Überraschung. Und das war für mich das dänische Team. Ja, herzlichen Glückwunsch an unsere Nachbarn zum Erreichen des Achtelfinals. Ich arbeite ja schon seit ein paar Monaten bei einem dänischen Unternehmen und kriege dann natürlich mit, was in Dänemark los ist und wie die eben alle im Freudentaumel sind. Meine beiden Chefs waren tatsächlich auch bei dem Spiel, wo dieses sehr, sehr schlimme Ereignis passiert ist, auf das ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt eingehen möchte. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und ich kriege da tatsächlich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber überhaupt nachdenke. Und ich habe hier gesessen und habe im Fernsehen das Ganze gesehen. Deswegen, Leute, die im Stadion waren, für die muss es, glaube ich, noch viel krass traumatisierender gewesen sein. Es ist super cool zu sehen, dass so ein Land, das ja eigentlich hauptsächlich für den Handball bekannt ist, jetzt auch wirklich so fußballverrückt ist gerade. Ja, deswegen freut es mich sehr, und einfach mit Pausen, mit Kier, mit dieser sehr eingeschworenen Truppe, jetzt auch mit einer sehr guten Mischung aus alt und jung und eben mit dieser krassen Emotionalität, wo das dänische Team eben jetzt in die Spiele reingeht, ist einfach, finde ich, man muss für die sein. Und ich habe auch in meiner Twitter-Timeline echt extrem viele Sachen gelesen, die positiv für Dänemark waren. Also sehr viele Leute, glaube ich, sind gerade auf so einem Hype-Train. Und ich werde später nochmal was dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass im Achtelfinale schon Schluss sein muss für Dänemark. Und genau, deswegen meine große Überraschung in Dänemark. Dann machen wir weiter mit dem Aufreger, und auch das ist ein Thema, das schon sehr viel besprochen wurde, aber ich möchte trotzdem kurz noch meinen Senf dazu geben, weil ich es einfach wichtig finde. Und jeder, der mir bei Twitter folgt, weiß auch, glaube ich, schon, was für eine Position ich zu diesem Thema habe. Aber es geht natürlich um die ganze LGBTQ-Bewegung und diesem regenbogenfarbenen Allianz Arena, das Verbot der UEFA. Was soll man dazu sagen? Wirklich überrascht hat mich das ehrlich gesagt nicht, weil ich die UEFA für einen absoluten Saftladen halte. Ich ekel mich wirklich vor dieser Vereinigung, und ich finde es einfach, es gibt kaum eine Vereinigung, die so eine krasse Doppelmoral auch hat von Respekt und irgendwie gutes Miteinander und wir respektieren jeden, bla bla bla, weil wenn es am Ende um Aktionen geht und um wirklich ein klares Standing, dann sind sie halt nicht da. Und ich finde aber, die ganze Sache wurde jetzt noch viel größer dadurch, dass sie es verboten haben, was eigentlich gut ist für die Bewegung. Man hat gesehen, viele andere deutsche Städte haben eben ihre Stadien erleuchtet in Regenbogenfarben. In München war das Rathaus, hatte eine große Flagge rausgehängt. Also ganz viele Firmen oder Sportler bekennen sich gerade auch dazu. In der NFL hat sich ja gerade Carl Nassib, ein Spieler der Las Vegas Raiders, offen homosexuell bekannt. Und ich würde mir das einfach auch wünschen, dass es im Fußball normaler wird. Natürlich ist es in der NFL auch noch total selten, aber umso schöner finde ich es, dass man aktuell halt so Akzente mitbekommt. Und deswegen ist es einfach enorm wichtig, dass man da sich klar darauf bezieht und klar Flagge zeigt sozusagen, und das möchte ich hiermit auch gerne tun. Und deswegen hat mich das sehr aufgeregt, aber leider nicht überrascht. Ja, und dann kommen wir noch zu meiner Enttäuschung. Jeder, der das Spiel gestern gegen Ungarn gesehen hat, glaube ich, wird diese Enttäuschung mit mir teilen. Ja, man hat am Ende noch irgendwie das Ticket zum Achtelfinale gelöst, aber wie, ist die Frage. Also ich bin von Deutschland zum Beispiel sehr enttäuscht bisher von dem Kader. Ich finde, in der Abwehr sind sie vogelwild. Ich finde, ein Havertz spielt nicht gut, ein Sané spielt nicht wirklich gut. Du hast in der Offensive, fehlt dir einfach so ein Abräumer, der einfach Tor um Tor macht. Und ja, wirklich torgefährlich sind die Deutschen aktuell noch nicht, abgesehen jetzt mal von diesem Spiel gegen Portugal.
Da müssen Sie auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen und ich hoffe, das tun Sie bis nächste Woche. Aber auch andere große Fußballnationen haben mich enttäuscht. Zum Beispiel Frankreich, von denen ich wirklich mit dem Kader enorm viel mehr erwartet hatte. Also wir haben hier einen Mbappé, wir haben einen Kanté, wir haben einen Pogba, wir haben in der Abwehr Top-Spieler. Es gibt wirklich eigentlich auf keiner Position hast du einen Spieler, wo du sagst, ja, nö. Und trotzdem zünden die noch nicht so richtig. Ich hoffe aber, das kommt noch, weil ich mich schon sehr darauf gefreut habe, ehrlich gesagt. Und ja, auch England, die eigentlich mal so mein Geheimtipp waren für die EM, sind überhaupt noch nicht da, wo ich sie haben will. Und jetzt treffen sie natürlich auch noch auf Deutschland, was besonders blöd ist, weil ja, wird auch ein komisches Spiel, glaube ich, weil beide Teams einfach noch nicht so auf der Höhe sind. Ich bin gespannt und ich werde da später natürlich noch ein paar Worte zu sagen, wenn ich meine Tipps rausgebe. Aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr auch von diesen großen Fußballnationen enttäuscht seid. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, auch da werde ich später noch was dazu sagen. Aber ja, England, Frankreich, Deutschland. Gut, machen wir weiter mit meinen Tipps. Wie gesagt, keine Gewähr. Ich finde Fußballtippen enorm schwierig. Ich dachte, es wäre aber trotzdem einfach witzig und ihr könnt euch auch gerne über meine Tipps lustig machen. Ich habe da keinen, ich bin da nicht emotional dazu sozusagen involviert. Aber trotzdem, ich bin auch in einem Tippserspiel mit Freunden von mir und bin da tatsächlich, glaube ich, aktuell Letzte in der Tabelle. Naja, ich hoffe, da kommt noch was, sonst muss ich nämlich eine Freundin bekochen. Ja, dann starten wir mit den Tipps ins Achtelfinale. Da hätten wir Wales gegen Dänemark. Da gehe ich auf jeden Fall mit Dänemark, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube einfach, die sind gerade in so einem Rausch, in so einem Fußballrausch, in so einem Glücksrausch, in so einem Freudentaumel, dass da Wales, glaube ich, in die Röhre gucken wird. Italien, Österreich. Also erstmal Chapeau an die Nachbarn aus Österreich. Sehr cool, dass ihr es ins Achtelfinale geschafft habt. Hat mich sehr gefreut. Ich mag auch die Österreicher sehr gerne. Aber ich glaube, da ist jetzt absolut Schluss gegen Italien. Italien ist für mich fast das stärkste Team aktuell bei der EM. Sorry. Ja, Italien super stark einfach. Auch offensiv eine Bank und da sehe ich kein Weiterkommen für Österreich. Dann nochmal Nachbarn von uns, die Niederlande, trifft auf Tschechien. Da muss ich sagen, kann ich zu Tschechien gar nicht so viel sagen, weil ich von denen nicht wirklich ein Spiel geguckt habe oder ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Niederlande, super Team, krass, hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Könnte am Ende die EM nach Hause holen. Deswegen würde ich hier jetzt gar nicht so viele Worte verlieren und gehe einfach mit in Niederlande. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue, ist Belgien gegen Portugal. Ich glaube, die Portugiesen hatten ein bisschen Pech in ihrer Gruppe, als Dritter nur rauszugehen. Es ist ein starkes Team und die Belgier, puh ey, also ich bin so froh, dass wir nicht auf die treffen. Belgien ist wirklich, also auch einer der Top-Favoriten jetzt auf den Titel. Deswegen schwierig. Ich glaube, es wird knapp. Es wird, glaube ich, auch ein echt hitziges und gutes Spiel. Da gehe ich aber mit Belgien am Ende des Tages. Ja, Kroatien gegen Spanien, auch ein spannendes Spiel. Spanien kann ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig einschätzen, weil die so unterschiedlich gespielt haben bisher. Und es ist ja ein sehr junges Team. Jetzt haben sie beim letzten Gruppenspiel ja wirklich ein Torfestival abgerissen, aber irgendwie schwierig zu sagen. Ich glaube aber, da steckt noch mehr drin. Deswegen gehe ich in dieser Partie mit Spanien. Ja, Frankreich trifft auf die Schweiz. Die Schweiz hat sozusagen den Zonk gezogen. Da muss ich sagen, auch wenn Frankreich mich bisher eher enttäuscht hat, ich glaube, das holen sie locker, easy peasy nach Hause. Sorry Schweiz, ich glaube, hier ist Schluss für euch. Ja, und das wohl am schwierigsten zu tippende Spiel, jedenfalls für mich, war England gegen Deutschland. Ich habe lange überlegt, ich habe mir auch nochmal angeguckt, wie haben die beiden Teams in der Gruppenphase performt. England hatte ja einen Sieg und zwei Remis. Deutschland hatte wiederum von allem etwas, also eine Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage. Deswegen, ich finde es echt schwer und ich finde, die Deutschen kann man schwer einschätzen, die Engländer kann man schwer einschätzen. Das sind so Wundertüten. Ich gehe jetzt einfach mal mit England in der Hoffnung, dass ich das sozusagen verschreie und Deutschland tatsächlich dann weiterkommt, weil ich hoffe natürlich, dass Deutschland weiterkommt, auch wenn mein EM-Tipp damit dann hinüber wäre, weil ich auf England getippt hatte. Ist egal, ich hoffe auf Deutschland. Wenn es England am Ende wird, bin ich auch d'accord damit. Ich finde, man muss auch immer so ein bisschen damit reingehen, das bessere Team soll auch gewinnen. Wird ja im Wembley-Stadion stattfinden.
Deswegen haben die Engländer natürlich da auch nochmal einen kleinen Vorteil. Last but not least, dann haben wir noch die Schweden gegen die Ukraine. Und da würde ich mit den Schweden gehen, einfach weil die offensiv mir sehr, sehr gut gefallen haben in den letzten Spielen. Und ich die Ukraine da irgendwie nicht so stark einschätze. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, ob ihr da mit mir geht. Und freue ich mich sehr darauf zu lesen, was eure Tipps sind. Gebt mir gerne einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da oder folgt mir bei Twitter @thiehoell. Freue ich mich auch sehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.